Ja, hallo und willkommen zurück bei Patje spielt, und zwar spielen wir Transport Fever und wir blicken hier auf unseren Zug Nummer 3 auf der Linie Gelsenkirchen-Treibstoff, der zum Gelsenkirchener Güterbahnhof unterwegs ist, 40 Treibstoff an Bord hat. Das ist nicht viel, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht auch ein Problem. Der Zug ist so überdimensioniert dafür. Aber ich würde gerne einmal gucken, was macht er jetzt mit diesen 40 Treibstoff, die wir hier haben? Und wie können wir da vielleicht auch mehr draus machen? Brauchen wir mehr Transportwagen? Hängt es auch an dem Bochumer Netz zusammen? Das sind so Fragen, die mir hier durch den Kopf gehen. Also, gehen wir einmal raus. Der Zug hält. Ach, ich wollte das nochmal kurz offen halten. Ist unterwegs und wir sehen, 16 Stück landen hier und 24 hier. Gelsenkirchen Logistik hat nun 11 mit, der hat nun 11 mitgenommen. Konnte man sich nicht bei allen im Prinzip anzeigen lassen, was die machen? Nee, man könnte, ich hätte natürlich auswählen können, dass es nur solche sind. Was hat denn Gelsenkirchen Logistik für eine Fahrt? Zeit. So, der nimmt die jetzt alle mit. Gelsenkirchen Logistik, 59 Sekunden. Ich überlege, ob ich nochmal einfach, nur um sicher zu gehen, ob das ein Problem darstellt, nochmal 2 Stück dazu kaufe. Und dann gucken wir nochmal eben kurz. Gelsenkirchen Abzweig ist hier. Hat dieses Einzugsgebiet. Einmal kurz die Geländekarte aufrufen. Gelsenkirchen Zentrum hat diesen Bereich. Das, was wir nicht haben, ist dieses ganze Gebiet. Das braucht aber eigentlich auch kein Benzin. Also erstmal müssen wir das. Gelsenkirchen Güter Nord, wobei ich weiß gar nicht, wo hier Norden ist. Güter 2. Dann sollten wir vielleicht einfach der Vollständigkeit halber. Hier noch mal eine große LKW-Station hinsetzen, oder? Dann dürfen wir, und das setzen wir hier nach hin. Dann dürfen wir das eigentlich alles haben. Ich würde gerne aber einmal. Kann ich nicht. Ich glaube, ich hatte mir so ein Add-on geholt, bei dem ich genau festlegen kann, wer da fahren darf. Weil eigentlich hätte ich gern, dass auf dieser Straße keine LKW fahren. Aber ich glaube so. Wer weiß, wo sich das verbirgt, ehrlich gesagt. Akzeptiert nur Straßenbahnhaltestellen. Wir könnten hieraus eine schmale Fußgängerzone machen. Dann fahren die LKW nämlich. Wieso fahren die nicht hier unten rum? Fahren die da so einen blödsinnigen Weg, anstatt ja die Hauptstraße zu benutzen?
Ja, wir können einfach da noch mal so ein blödes Depot hinsetzen. Gibt hier doch irgendwie so eine Drop-off-Geschichte. Genau, hier so ein Cargo-Drop-off zu setzen, ist ja auch nicht das größte Problem. Setzen wir den dahin. Gehen einmal kurz hier in diese Route nochmal rein, wenn er zu Ende gespeichert hat. Und dann kommt hier das hin. Es ist wirklich nur zur Verkehrslenkung. Also wahrscheinlich wird er da auch was abladen, davon gehe ich aus. Aber ich will nicht, dass die hier durch diese kleinen Gassen fahren. Das ist schon mit den Postautos schlimm genug. Aber da gehört das irgendwie noch dazu. So. Versuche mehr Treibstoff abzu. Ja, ich finde das ein bisschen skurril, ehrlich gesagt. Weil wir liefern nur 33 an. Das muss doch eigentlich mehr sein. Aber wenn hier auch nur 34 geliefert werden, dann ist kein Wunder und das ist ratzfatz verteilt. Mitbringen könnten die mehr als genug. Gucken einmal kurz hier in den Bochumer Zug. Mal gucken, der lädt jetzt gerade aus. Ja, aber auch da, ne, der ist, da passt auch noch jede Menge rein. Wir könnten überlegen, ob wir das Ganze noch durch eine LKW-Strecke etwas verbessern wollen, der sozusagen auf dieser Strecke hier nochmal Sachen einfach transportiert. Vielleicht machen wir das mal über diese. Bauen wir hier einfach so eine Autobahn hoch und verbessern. Wir reißen das einmal ab. Es gibt auch keine Beschwerden. Hier gibt es noch ein kleines Problemchen. So, zack. Und dann bauen wir hier. Was heißt denn hier bauen nicht möglich? So, bauen wir die Autobahn einfach mal hier rüber. Fällt gerade auf, das könnte natürlich jetzt noch größere Probleme im Betriebsablauf nach sich ziehen. Vielleicht machen wir es lieber mit einem Tunnel. Die Straße hier reiße ich noch weiter ab. Und dann ziehen wir hier nämlich unten drunter. Weil hier wird eine Trasse kommen. Davon kann man ausgehen. Na, kein, nicht so ein Blödsinn hier. Kostet uns 1 Million. Aber ich glaube, das ist mir fast wert. Das ist die Ölautobahn.
Die endet hier eigentlich direkt am Werk. So, und dann bauen wir hier nämlich... Ich will das einfach nur mal ausprobieren. Kann auch sein, dass sich das Ganze als ziemlich blödsinnig herausstellt. Wir bauen hier... Oh, das ist, glaube ich, zu groß. Auch ein bisschen überdimensioniert, ne? Das... Da wird sowas hier vollkommen ausreichen. Direkt an die Autobahn angebunden. Und dann bauen wir hier die Straße. Binden wir die an. Und machen eine Ölautoroute. Gelsenkirchen minus Treibstoff LKW. Und da setzen wir jetzt mal ein paar Tanklaster drauf. Also richtige Tanklaster haben wir ja noch nicht. So, und die transportieren auch nur Treibstoff. Nicht, damit wir, nicht, dass wir hier irgendwie später noch über die Cargolinie hier Rohöl hingeliefert bekommen, was dann über 5 Ecken dahin geliefert wird. Zip. Gelsenkirchen Treibstoff. LKW. Mal gucken, ob das was ändert. Hier gibt es ein Problem. Okay, ich glaube, das ist wirklich diese Straße hier vorne. Da habe ich das nämlich dann falsch verstanden. Okay, da können wir wieder nur abreißen. Wie bau nicht möglich. Von mir aus nehmen wir auch die hier. Kollision bei der... Ja, wir machen das jetzt so. Es ist alles nicht... Nicht das sauberste und viel Geldverschwendung, aber ich sage jetzt mal, das muss ja alles irgendwie funktionieren. Und diese Straße hier bauen wir auch noch ein bisschen um. Als klare LKW-Straßen. Gucken, ob das schon, ob da schon irgendwas dergleichen läuft. Ich weiß, dass wir hier auch schon mal mehr Öl hatten. Achso, nee, ich muss immer hier gucken. Versuchen, mehr Rohöl abzutransportieren. Achso, hier muss ich ja auch gucken. In der Tat sammeln wir hier jetzt so ein bisschen Zusätzliches. Da kommt gerade wieder eine Bahn an. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Neue Züge, Loks. Ich hoffe, das ist die Bahn nach Nettetal, genau. Ja, der eine hat es eben verpasst. Das ist okay.
Okay, da war gerade einer wegen der Post und da ist immer noch welche da. Das heißt für mich, wir brauchen auch einen weiteren Postwagen. Können die eigentlich auch Post? Nee. Wie kann der 18? Dann weisen wir den erstmal zu. Und gehen davon aus, dass wir das Problem dann auch ein bisschen besser gelöst bekommen. Mittelfristig. Gut. Man kann viel Zeit damit verlieren, ins bestehende Streckennetz. Oh, hier ist auch. Na, das bestehende Streckennetz zu verbessern. Ich würde sagen, wir machen auch hier in Bochum einmal den Postausbau nochmal neu. Und trennen auch hier die Linien voneinander. Das deckt diesen Bereich ab. Das deckt diesen ab. Ich würde sagen, es macht. Auch hier brauchen wir auf jeden Fall eine Hauptpost, einfach nur aus. Prestigegründen. Fände ich, ja, ich meine, ich würde die ungern auf die andere Seite der Gleise legen, wenn ich ehrlich bin. Na. Wir setzen die mal in der Tat hier oben hin, so ein bisschen am Rand. Gehen so ein Stück raus. Dann bauen wir eine Landstraße hier rüber. Na. Nehmen wir mal ein Stück weg. Das wird dann etwas leichter gehen. So. Da warten wir auf das Signal. Zack. Und wir können die Straße bestätigen. So, und dann setzen wir auch noch mal einen Briefkasten. Den haben wir hier. Dann schicken wir nämlich den. Na, was soll das denn? Den hier hin, hier hoch, über diese Straße, nö, nö, nö. Und setzen vielleicht hier auf diese Zwischenstraße einen Briefkasten. Und dann ist die Postroute nämlich folgendes. Das sollten wir eh machen, weil wir können nicht die Postwagen beim Austausch hier mit ersetzen. Gegen Treibstoff ist immer noch so eine Problemlinie, das ist echt nicht wahr. Wir machen das mal weg. Wird natürlich durch den LKW-Druck eigentlich jetzt noch verschärft, wenn wir ehrlich sind. So. Von hier fährst du Post ins. Ach, der fährt nicht darum. Dann fährst du Post hierhin und hier rüber zurück. Ach, Mist. Dann drehen die beiden mal um. Dann nehmen wir das raus. Dann fährt er nämlich hier einmal hoch, holt hier die Post ab, fährt hier einmal hin. Ich überlege gerade, ob Sinn macht, das in beide Richtungen. Nein, das macht, glaube ich, keinen Sinn, oder? Bei Post. Das ist Bochum Post. So. Dann nehmen wir einmal den. Warten, bis der da abgeliefert hat. Und schicken ihn nach Bochum auf die Route Bochum Post. Und hier haben wir auch noch einen. Da warten wir auch eben, bis der abgeliefert hat. Wir gucken mal, wo er gerade ist. Ah, fährt hier jetzt gerade rein, wo der andere gerade raus ist.
Liefert hier wahrscheinlich drei Stück ab. Zup. Ist aber auch auf. Ach, hätten wir früher schon machen können, weil die Station in beiden drin ist. Jetzt muss ich hier die Route nur noch mal. Ach nee, die hat der hier automatisch aufgeteilt. Alles klar. Gut. Hier wartet 18. Mal Post. 40 können wir mitnehmen. Das ist doch okay. Wie ist hier die Treibstoffversorgung? Schlecht. Dann bestellt mal vernünftig, ihr Leute. Hier könnten wir vielleicht sogar noch einen Wagen mehr einsetzen. 50 Stück, die hier warten. Oh, die Concorde könnten wir bauen. Ja, ich hier in dem Spiel ehrlich gesagt selten mal das Gefühl hatte, dass Flugzeuge gewinnbringend sind. Bin bei meinen Schiffen schon sehr zufrieden, weil auch die häufig, ja, man sieht es, rumkraxen. Aber man muss auch sagen, wir haben momentan hier kaum Öl. Ich meine, 1124 ist jetzt aber auch nicht schlecht. Ja, die zweite Folge mit Detailverbesserung bei der Post. Ich glaube, die nächste müssen wir uns, jetzt haben wir aber auch ein bisschen Geld angesammelt, wirklich mal daran machen, dieses Dreieck ein bisschen aufzubauen. Vielleicht auch einfach erstmal mit einem Cargohafen hier drüben. Jetzt überlege ich gerade, macht glaube ich am meisten Sinn. Cargohafen hier hin und Hückelhofen anbinden, sodass die Treibstoff bekommen. Das kann man mit Schwerte dann im Prinzip bald genauso machen. Aber bis dahin verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, sagt euer Patier.